Einen wunderschönen guten Abend aus der Hölle Süd. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie HBW Balingen-Waldstätten gegen den ASV Hamm-Westfalen. Mein Name ist Jenny und zu meiner Linken begrüße ich Gästetrainer Michael Hegemann und zu meiner Rechten HBW-Cheftrainer Matti Flohr. Die Partie endete 24:30, zur Halbzeit stand es 12:15. Das erste Wort gilt dir, Michael. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Was ist dein Fazit? Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, natürlich bin ich erstmal sehr zufrieden über diese zwei Punkte heute. Also ich glaube, das ist ja, hier immer ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel. Ich kenne das noch aus meiner Zeit als Spieler, wo du immer wirklich ziemlich nah ans Maximum rankommen musst, um überhaupt eine Chance auf den Erfolg haben zu können. Ich glaube, man hat heute zwei Mannschaften gesehen, die sich in einem ähnlichen Stadium befinden. Zwei Mannschaften, die relativ neu zusammengestellt worden sind, die sich immer noch in einem Findungsprozess befinden. Und ja, entsprechend habe ich gerade schon bei uns in der Kabine gesagt, war so ein bisschen das Spiegelbild zu unserem letzten Spiel. Ich glaube, dass wir einfach emotional heute die entscheidenden Punkte setzen konnten, dadurch einfach eine relativ gute Stabilität an den Tag gelegt haben. Wir haben mit dem 10-10 konnten wir uns ein bisschen zur Halbzeit absetzen auf 12-15, was für uns einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und man hat gesehen, dass Balingen auch mit aller Macht wollte und auch viel versucht hat, aber ja, ist ähnlich wie bei uns im letzten Wochenende. Zum Teil halt jeder Einzelne versucht hat, Dinge wieder gut zu machen, Dinge besser zu machen. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt, weil wir das diesmal einfach besser als Kollektiv gelöst haben. Aber alles in allem muss man einfach sagen, sind wir natürlich extrem glücklich. Ich glaube, dass wir gerade zu Beginn, als wir reinkamen, durch die Paraden gegen die Außen eine Sache geschafft haben, die uns natürlich extrem geholfen hatten, weil so wir einfach das Gefühl hatten, wir können das Zentrum noch enger machen, können die große 1-gegen-1-Stärke, die der HBW einfach hat, besser kontrollieren über das Zentrum, und das hat uns einfach in die Karten gespielt, und ja, ich glaube, dass wir dann am Ende auch verdient gewonnen haben. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Michael redet hier von einer Art Wiedergutmachung oder eben der Versuch, da ein bisschen mehr reinzuwerfen oder dass Balingen wirklich unbedingt wollte. Wie siehst du das? Wie ist dein Fazit zum Spiel? Ja, zunächst erstmal Glückwunsch Hege zum absolut verdienten Sieg. Ja, ich glaube, da gibt es auch, wenn man das Spiel gesehen hat und auch bei dem Endstand, überhaupt gar keine Diskussion. Das haben heute definitiv, zumindest ab dem 7:4, die bessere Mannschaft war. Ganz klar in der Abwehr kompakter gestanden hat und im Angriff einfach die besseren Lösungen gefunden haben. Und ja, da muss ich, oder ich übernehme ganz klar natürlich die Verantwortung für diese Niederlage. Hege hat es gesagt, wir sind im Entwicklungsprozess, aber das wirft uns jetzt doch nochmal sehr stark zurück, dass wir da bei dem 7:4 Stand, den wir da erreichen, dann so leichtfertig die Bälle wegwerfen und dann so instabil werden, das darf uns einfach nicht passieren. Und da hat uns Hamm dann auch konsequent bestraft. Wie gesagt, ich glaube, wir kommen sehr gut ins Spiel rein, finden am Anfang auch die richtigen Lösungen. Und dann, wie Hege es schon gesagt hat, ist vieles dann halt Stückwerk. Jeder versucht es irgendwie selber nochmal zu regeln, will es wieder gut machen, was nicht geklappt hat, ob das jetzt Fehlwürfe oder technische Fehler sind. Jeder will sich da ein bisschen selber rausziehen und wir verlieren uns so ein bisschen als Mannschaft. Und ja, da muss ich einfach auch sagen, das nehme ich auf meine Kappe, dass ich da der Mannschaft auch nicht die richtigen Lösungen in der Analyse da oder vielleicht auch zu sehr auf unsere 1-gegen-1 Stärke verlassen habe, dass wir uns da einfach nicht wirklich ins Spiel gekommen sind, dadurch, dass wir einfach individuell nicht heute in der Lage waren, diese Zweikämpfe zu gewinnen, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Und von daher geht diese Niederlage absolut verdient, oder ist diese Niederlage absolut verdient, und ja, der Sieg für Hamm auch verdient. Danke, Matti. Ich gebe noch einen Ausblick zum nächsten Spieltag. Für den HBW geht es am Freitag, den 27.09. zum HC Elbflorenz.
Und der ASV trifft am Sonntag, den 29.09. zu Hause auf den Dessau-Roslauer HV. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und den Gästen eine gute Heimfahrt. Vielen Dank.